Dass Let's Dance für die Teilnehmenden eine Herausforderung ist, ist nichts Neues. Doch scheinbar hat Sophia Thiel die Show trotzdem unterschätzt. Jedes Jahr wieder begeistert Let's Dance seine ZuschauerInnen. Damit alle Top-Performances auf dem Parkett abliefern können, trainieren die Profis intensiv mit den Promis. Es gibt nicht nur eine Geschichte darüber, wie sehr manche TeilnehmerInnen diese Belastung unterschätzt haben oder wie es sie körperlich gefordert hat. Sophia Thiel. Ich merke, was ich noch für Blockaden in mir habe. In diesem Jahr scheint Sophia Thiel, ihres Zeichens Fitnessbloggerin und YouTuberin, die Herausforderung im Vorfeld nicht genau eingeschätzt zu haben. Auf Instagram schrieb sie über das aktuelle Training, dass der neue Tanz zusätzlich eine große Herausforderung für sie sei, da Blockaden in ihr habe. Was genau damit gemeint ist, wird nicht klar, sie hofft aber, dass der bekannte Let's Dance-Knoten bald platzt. Das wäre der 29-Jährigen zu wünschen. Immerhin sei die aktuelle Situation ziemlich belastend. Bin mit den zwei Choreos UIND dem täglichen Training körperlich sowie geistig am Limit, schrieb sie ebenfalls in ihrer Story. In der vergangenen Show konnte sie mit ihrem Partner Alexandru Ionel, 29, mit einem Wiener Walzer immerhin 17 Punkte einfahren. Eine Steigerung zu den ersten beiden Sendungen, in denen sie lediglich 11 bzw. 13 Punkte bekam.